Tür war auf. Da habe ich mir erlaubt. Oh nein, nicht noch einer. Wie bitte? Sie kommen sicherlich wegen eines Mädchens, oder? Wegen eines Mädchens? Wenn Sie wollen, von dem ich annehme, dass Sie es wollen, müssen Sie woanders hingehen. Hier bekommen Sie nicht das, was Sie wollen. Das hier ist doch die Dingelfarm. Ja, das stimmt. Aber egal, was Sie auch gehört haben, es ist nicht wahr. Wir sind ein anständiges, ehrbares Haus. Also machen Sie sich wieder auf den Weg. Wenn dies hier die Dingelfarm ist, dann siehe, ich verkünde euch eine große Freude. Ja, aber hören Sie, wenn Sie Hoffnung auf ein Weihnachtsgeschenk machen, dann sind Sie um etliches zu früh. Also hopp, los raus hier. Aber ich habe etwas zu erledigen. Das haben Sie nicht, mein Lieber, nicht mehr. Sie werden hier nichts erledigen. Ja, und keiner hat Sie gebeten, sich zu setzen. Aber es ist ziemlich weit vom Dorf bis hierher. Ja, Sie wollen ja doch nicht damit sagen, dass Sie den ganzen Weg vom Dorf her zu Fuß gegangen sind. Oh nein, nein, ich bin auf einem Pferd gekommen. Auf einem Pferd? In der Tat, ich habe versucht, am Bahnhof ein Taxi zu bekommen, aber leider umsonst. Ja, und haben anstatt ein Pferd genommen? So ist es. Ich habe versucht, am Bahnhof ein Taxi zu bekommen. Dann sichte ich diese Reitschule und stellte fest, dass sie dort die Tiere stundenweise vermieten. Freilich waren Sie im ersten Moment etwas verblüfft, ob man es begehrt. Naja, ist ja kein Wunder. Sie sehen nicht gerade aus wie ein John Wayne. Ja, ja. Aber mir ist der Sattel keineswegs fremd. Ich war mal Jockey in meiner Jugend. Ja, aber Sie müssen ja einiges Aufsehen erregt haben. So auf einem Pferd. Das muss ich zugeben. Ein, zwei Leute haben etwas geschaut. Ja, und wo haben Sie Ihre Rosinante gelassen? Ich habe das Tier am Zaun angebunden. Ja, aber dann binden Sie schnell wieder los und werden der untergehenden Sonne entgegenrennen. Aber hier können Sie nicht länger bleiben. Aber ich bin doch gerade erst angekommen. Hören Sie, ich habe schon Schwierigkeiten genug. Wenn man Sie jetzt auch noch sieht, dann ist hier die Hölle los. Mrs. Mitchell, da ist ein Pferd an der Haustür. Seins. Donnerwetter auf einem Pferd? Mal was Neues. Ist dir angemeldet? Aber nein. Ich habe Sie aufs Geratewohl aufgesucht. Die Angelegenheit ist sehr dringend. Ja, das sagen alle. Mrs. Winthrop, da ist ein Pferd an der Haustür. Seins. Tut mir leid, Schatz, da musst du dir einen Gutschein ausstellen lassen. Er kann nicht hierbleiben. Ja, das weiß er bereits. Wir können doch nicht noch einen als Pfarrer ausgeben. Ja, Polly, wo ist denn der Polizeipräsident jetzt? Ja, gerade noch war im Gartenhaus. Ich sehe mal nach. Ja. Habe ich richtig gehört? Ein Polizeipräsident ist im Gartenhaus? Nicht mehr, er kommt hierher. Oh Gott. Hören Sie, der Polizeipräsident hat keine Ahnung von dem, naja, Sie wissen schon. Na, Sie wissen schon? Er ist gleich hier. Wohl, Debbie, lenkt ihn ab. Was? Ja, haltet ihn auf. Ich werde inzwischen den Jockey los. Kommen Sie schnell. Wohin geht ihr denn? Wir überhaupt nicht. Sie gehen jetzt da rein. Na los, was? Es ist nur für ein paar Minuten. Aber das ist ein Schrank. Wenn die Luft wieder rein ist, lasse ich Sie raus. Ja, ich weiß, dass das ein Schrank ist. Könnte ich nicht vielleicht woanders warten? Nee, woanders könnte man Sie eventuell sehen. Los, rein mit Ihnen. Aber ich bin doch nicht so weit hergeritten, um in einen Schrank herumzustehen. Ja, Moment. So, jetzt können Sie sich setzen. So, los, rein. Das letzte Mal, als ich in einen Schrank saß, hatte ich ziemlich Durst. So, alle Wünsche erfüllt, rein mit Ihnen da jetzt. Los, Sie bleiben drin, bis ich Sie rufe.